Am 9. Mai veranstalten der VDE Kurpfalz und der VDI Nordbaden-Pfalz zum zweiten Mal gemeinsam den Ingenieurtag. Gastgeber in diesem Jahr ist die Hochschule Kaiserslautern. Mit dem Ingenieurtag möchten beide Verbände Ingenieure, Techniker und Technikinteressierte, aber auch Studierende und Schüler mit Interesse an MINT-Berufen zusammenbringen und eine Plattform zum Informieren und Netzwerken schaffen. Der Ingenieurtag bietet einen kostenlosen MINT-Check für Schüler an, zur besseren Berufsorientierung. Außerdem wird die Hochschule Kaiserslautern ihre technischen Studiengänge vorstellen und öffnet dafür ihre Labore. Es gibt Workshops für Kinder und Jugendliche. Außerdem präsentieren sich studentische Hochschulgruppen, wie zum Beispiel das Hochschul-Racing-Team mit ihrem selbstentwickelten Rennwagen, sowie Ingenieure ohne Grenzen. Technik verbindet, Kompetenz verpflichtet. Das ist das Motto des Vereins Deutscher Ingenieure. Als Sprecher der Ingenieure organisiert sich der VDI für einen praxisorientierten Erfahrungsaustausch und einen zeitgemäßen Wissenstransfer. Das Programm des Ingenieurtags 2020 bietet Ingenieuren aus allen Bereichen die Möglichkeit zum bereichsübergreifenden Dialog und zur Vernetzung. Das Kernthema des diesjährigen Ingenieurtags sind die Herausforderungen der Energiewende. Die Energiewende betrifft uns alle. Deshalb können wir nur gemeinsam eine Lösung finden. Experten aus der Region diskutieren im Rahmen einer Podiumsdiskussion verschiedene Aspekte dieses Themas. In diesem Jahr feiern wir außerdem 100 Jahre VDE Prüfzeichen und damit 100 Jahre Verbraucherschutz und Produktsicherheit. Ja, und für das leibliche Wohl am Ingenieurtag sorgt das Team unserer Mensa. Durch die Zusammenarbeit mit der Kinderuni der Hochschule Kaiserslautern wird Kindern und Jugendlichen der Zugang zu Technik und Naturwissenschaften spielerisch ermöglicht. Wir möchten hierdurch die Ingenieure von morgen entdecken und nachhaltig für Technik begeistern. Der VDE Kurpfalz, der Verein Deutscher Ingenieure und die Hochschule freut sich am 9. Mai, Sie herzlich in Kaiserslautern begrüßen zu dürfen.